Die Oppositionspartei hat mehr Mitglieder als wir. Aber warum passiert hier nichts? Das verstehe ich, ne? Ich meine, wir stehen genauso wie die Vereinigten Rechte festgestemmt hier unten rum. Wir müssten doch langsam mal in unserem Parteiprogramm so Botinhalte sehen. Ich meine, so wie unsere Beliebtheit hier drüben ist, müsste doch das mal für ordentlich Zulauf sorgen. Normalerweise. Ist ein Medienstand. Voraussichtliche Medienstanz, starke Führungsperson. Die folgende Medienstanz sollten die Wählerwahrnehmung ihrer Person stärken, sofern sie nicht nach hinten losgehen. Ihr Stand benötigt eine gewisse Zeit und Leistung. Das spiegelt sich in den politischen Kapitalkosten wider. Volkschance 65%, Auswirkung 28%. Probiere erstmal das. Verpatzter Medienspin. Oh nein! Ja gut, dann halten wir mal wieder eine krasse Rede hier mit Sozialisten. Ja. Was hat man noch? Rentner? Gewerkschafter? Und Beamte. Ich glaube, das waren die vier. Ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, weil die stimmen ja eh schon für uns. Egal. Selbstständige minus 30. So. Wie viele Runden sind noch? 2. Ach, siehste, im Überschuss haben wir uns noch gar nicht angeguckt. 8,39. Naja, das ist auch gut. Sollen sich mal nicht so haben hier, die 3. So, wir haben kein politisches Kapital mehr, weil wir nur noch Medientermine haben. Aber ich meine, solange wie die Wirtschaft brummt und wir Überschuss erwirtschaften, können wir ruhig ein bisschen den Hampelmann spielen und dann hoffentlich wiedergewählt werden und dann passt das doch. Ministerrücktritt. Verschlechterung der Bonität. Wo sind hier Finanzen? Nur 32%? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Also, Ministerrücktritt. Liste. Vierteljahr vor der Wahl. Tritt Minister zurück. So ein Penner. Ich denke mal, das wird ganz schön dazu beigetragen haben, dass unsere Stimmung runtergegangen ist. Hier die 32% Wirtschaft. Wo sehe ich da Wirtschaft? Wirtschaft, konservative Sozialisten, liberale Normalverdienende. Wirtschaft, Sozialistin, Gewerkschafterin. Die hat jetzt nicht wirklich viel Erfahrung und keinen guten. Sagt aus, wie gut eine ministerielle Person im Wahlkampf ist, was sich auf die Entscheidung der Wählerschaft am Wahltag auswirkt. Oh.
Nein. Ich brauche jetzt jemand, der auch noch Wahlkampf kann. Oh, die kennen alle keinen Wahlkampf, die gut in Wirtschaft sind und noch einigermaßen in unsere Klientel reinpassen. Wirtschaft. Ja, oder? So eine kleine Diva. Besorgt mir jetzt die Wahl und bietet sich dann bei meinem Nachfolger an, wahrscheinlich. So, er kann Wirtschaft, er kann Wahlkampf. Müssen wir halt ihn nehmen. Konservative. Ich meine, Sozialist ist er ja auch. Also, wir nehmen ihn. Olaf Stein. Einstellen. Olaf Stein. Hier. Rein mit dir. War er hier, ne? Ja, siehst du? So, internationaler Literaturpreis. Einem lokalen Schriftsteller wurde für seinen Roman der wichtigste internationale Literaturpreis verliehen. Die Handlung spielt sich in unserem Land ab und er hat es weltweit bekannt gemacht. Okay. Aber das verstehe ich, ne? Was? Warum? Wir machen aber trotzdem Überschuss. Vielleicht, weil die Prognosen für die Zukunft keinen Überschuss mehr garantieren? Ah, Mann, 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 Mann. Wahlversprechen. Es senken um 25%? Aber die mähen doch bestimmt bloß bei dem Schieberegler. Wahlversprechen sind optional, können aber die Unterstützung durch Wählergruppen fördern. Versprechen werden bis zum Ende der nächsten Amtszeit gemacht und sorgen für Unpopularität, wenn sie nicht eingehalten werden. Den BIP um 50% erhöhen. Alter, sind wir ein dritte Weltland oder was? Soli, was haben wir denn da? Soli, senken um 50%. Das könnte man eigentlich in Angriff nehmen. Oh, geschlechtliche Gleichberechtigung. Das kommt mir doch zu Pass. Könnte man machen. Selektive Schulausbildung, senken um 50%. Ich denke mal, das hier ist wirklich das Krasseste. Ich meine, das können wir nicht einfach über einen Schieberegler machen. Aktueller Wert 78. Wie meinen die denn das jetzt mit den 25? Um 25 Prozentpunkte wäre ja unmöglich. Aber um 25%, wenn sie 25% sich auf die 78 beziehen, dann sind das 19,5%. Selbst das ist übel. Also, dann wäre das wirklich bloß ein Wahlversprechen und dann könnte man das gleich knicken. Dann müsste man halt mit den negativen Konsequenzen dann leben. Ich meine, die Soli. Der Soli, der ist jetzt nicht wirklich so eine große Einnahmequelle. Das könnte man ja eigentlich wirklich machen. Da könnte man sich notfalls um mit dran halten. Ich würde den Soli nehmen. Das wird vielleicht nicht so eine große Konsequenzen haben wie BIP-Erhöhung um 50% oder sowas, aber ich meine. Vermögende. Naja. Da wird mir wohl sowieso keine Wahl, also keine Stimme zufallen. Ja. Verschwendung mehr oder weniger reden. Machen wir doch wieder unseren Standard. Rentner, Gewerkschafter und wer bist du? Umweltschützer. Oh, die können wir auch mal mit reinnehmen. Wenn wir da schon mal die Möglichkeit haben. Oha, oha, das hat ja gar keine Auswirkung, ey.
Da war die letzte Rede cooler. Aber ich schätze mal, das ist jetzt... Was? Okay. So. Hey, politisches Kapitol. Da könnten wir ja noch eine Kleinigkeit vorbereiten, dann, falls wir wirklich das Wunder der Wiederwahl schaffen. Zuschüsse für Reformkost. Ein Steueranreiz, durch den gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse günstiger werden als Lebensmittel mit hohem Fett- und Zuckeranteil. Die Menschen sollen so zu einem gesünderen Nahrungsmittelkonsum angeregt und nicht nur für eine schlechte Ernährung bestraft werden. Deshalb werden gerade die Armen im Gegenteil zur Fettsteuer in diesem Fall nicht bestraft. Ja, aber sowas von her damit jetzt. Und zwar richtig hart, nein. Je gesünder das Volk ist, umso besser. Die ist jetzt gleich, wenn ich hier auf den Pfeil drücke, dann ist. Hast keine Zeit mehr, wa? Ich mache ja schon. Seid ihr bereit? Glaub's nicht, ich glaube es nicht. Dafür war die Wählergruppe bei den Unionisten zu groß. Schau. Aber wie das sein konnte, dass wir keine Leute dazu bekommen haben. Dann. Kann ich doch, wo kann ich hier? Vorhersage, wie kann ich die Vorhersage, werden wir wieder gewählt? Nein, wo kann ich denn sagen, Vorhersageergebnis wählen? Ergebnis wählen. Nein, wir wurden nicht wieder gewählt. Vorhersage abschließen. Ist Batman. Schade. $50k? Ach so, insgesamt. Ich habe jetzt gewundert, weil dort oben steht was von 19.000. Ja, GG. Kriminalität. Runtergegangen. Oh, frei finanzierter Wohnungsbau ist runtergegangen, aber extrem. Uff, uff, uff. Flugverkehr ist runtergegangen. Kann man doch mitnehmen. CO2-Ausstoß ist runtergegangen. Busnutzung ist hochgegangen. Gleichberechtigung ist hochgegangen, Lebenserwartung ist hochgegangen, Verkehrsstaus, Gewaltverbrechen runter, Rare-Earth-Metall-Preises sind hochgegangen, Kfz-Nutzung ist runtergegangen, private Altersvorsorge ist runtergegangen, Nahrungsmittelpreise sind gefallen, Privatschulen, naja, geringes Einkommen, sehr schön, Armut ist gesunken, was wollen denn die? Gesundheit, alles hoch. Tourismus hoch. Konjunkturoptimismus. Oh, das hätte vielleicht ein bisschen. Oh, 49.914. Demokratie ist hochgegangen. Gut, Nachfrage in der Gesundheitsvorsorge. Ist vielleicht nicht ganz so, aber wir sind stabiler geworden.
Maschinennutzung ist